Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craftopia. Ich hatte ja gesagt, ich werde offscreen immer das ein oder andere Mal farmen gehen. Steine, Holz, allgemeine Ressourcen. Und man sieht es hier, ich war fleißig am Werk. Hier fehlt ein bisschen was. Und ja, ich habe nebenbei wieder ein bisschen Kacke eingesammelt. Auch immer noch über 100 Stück. Läuft bei mir. So, genau. Ich habe alles Mögliche eingesammelt. Du bitte auch rüber. Du dahin. Und das Ei kann gewaschen werden. Ja, komm und die Fehler. Heute Stagewechsel. Und zwar einmal zum Altar. Wir haben alles, was wir brauchen und die 2000 Gold. Und wie man sieht, es gibt sehr viel Neues. Ein Bett gibt's endlich. Dark Wooden Bag. Bag vor allem. Dark Wooden Bed und Bright Wooden Bag. Bed. Was habe ich schon mal mit meinem Bag? Neue Rüstung. Es gibt die Belts und ja. So, wir machen erstmal das. So, in welchem Zeitalter sind wir jetzt eigentlich? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Kann man das irgendwo nachsehen? Was ist... Lol, was ist das denn? Coming soon, das kommt noch. Drache? Schwert und... Hier, irgendwas aus Rom. Rom? Nee. Gott, shit, wo steht denn das? Nee, nicht Ägypten. Doch, in Rom müsste das stehen. 5 Skillpunkte. Wir skillen einmal das da unten. Combat. Das wird noch einmal geskillt. Der wird noch einmal geskillt. Hier nehmen wir erstmal gar nichts. Loseless Money, wenn. Okay, weniger Geld verlieren beim Sterben. Und the Efficiency of the Pickaxe increased. Ja, gut, komm, hier, hau raus. Und a Copper One-Handed Sword. Die Life One, bla bla bla. Bleibt mal bitte da drinne. So. Offer an item to increase your stats. ATK plus 0,1. Unlocks the stats. Ach, man kann hier ein Kupferschwert reinlegen und dann kriegt man 0,1% Attack Damage. Cool. Okay. Oh, Mana gibt's auch. Ich hätte gern hier, wie heißt denn das? Critical Damage Rate. Nee, ich möchte gern das andere haben. Ausdauer. Stamina. Max Settley. Keine Ahnung, was das bedeutet. Increase your stats ATK. MATK. MATK. XP. LOL, hier kann man... Oh, okay. Monster coming soon. Und Ordeal auch coming soon. Oh, da wird noch was auf uns zukommen. Stagewechsel haben wir gemacht. Wir können uns jetzt den Braustand bauen. Ich sehe ihn schon. Da. Was ist das? Also, mal ganz ehrlich, das kenne ich auch noch nicht. Ja, und es ist nicht gerade klein.
Okay. Oh ja. Hoverboard. Motorrad. Warum hat das hier so ein komisches Bild? Egal. Wir wollen den Braustand. Da ist er. So, du kommst einmal nach hier drüben, ne? Den Braustand haben wir. Craft Small Dingsbums Potion. Dazu brauchen wir das da. Das weiß ich. Genau. So, die haben wir gecraftet. Haben wir hier noch was drin? Ja. Das dahin, das dahin. Die werden wir jetzt waschen. Ja, bei dem bin ich mir jetzt nicht... Oh, okay. Ganz so sicher. Haben wir noch irgendwas zum Waschen? Eigentlich so viel, dass wir dann stacken können. Wasch erstmal das durch. Craft Bread on Cooking Pot. Können wir das... Da ist es. Craft a Wheel. Geht das hier? Wheel ist ja ein Brunnen. Hier unten. Komm, du kommst zu den Feldern. So. Craft a Slated Slop. Gesundheit. Use Altar, bla bla bla, genau. Stagewechsel haben wir gemacht. In der nächsten Folge werden wir die Karte wechseln. Und gucken, was uns da erwartet. Use Cooking Pot to make Barbecue. Barbecue. Oh, ich kann erstmal Essen herstellen. Gibt 30 Hungerkeulen und 20 Leben. 15 Hungerkeulen und 15 Leben. 25 Leben, 25 Hunger können, Maximum Stamina plus 50 für 60 Sekunden. Maximum Stamina 25. Leute, sind die Chicken Wings aber besser. 80 Hunger, 150 Herzen. Ja, no, warum nicht? Das war's dann erst mal. Dann machen wir noch das hier. So, die Potions sind auch fertig. Die müssen wir jetzt natürlich noch mal waschen. Das und das. Stimmt, das habe ich ja alles jetzt gerade verballert hier. Ja. Ei, du Held, du musst es auch craften. Gewaschene Potion haben wir schon. Hier die Federn. Und das da, bitteschön. Essen ist fertig. Da müssen wir doch glatt mal gucken. Das dorthin, hin. Das dorthin hin. Und das dorthin hin. Das Brot, das können wir essen. Das dort hin. Das alles hier hoch. Und die Potions nach da hinten. So, das sind dort 400 Stein voll. So. Das ist auch fertig. Da kommt das mal dort hin. Was noch? Craft a Slanted Slop.
Craft, ne? Okay, das war's nicht. Oh, wow. Ganz kurze Frage. Ich sollte eine Slanted Slop craften. Habe jetzt eine Stone Slop gemacht, die nicht gewertet wurde. Habe eine Wand, die diagonal schräg, keine Ahnung, was ist denn das? Ja, die schräg ist gecraftet. Und das wurde als Slop gewertet. Slanted Slop heißt ja schräge Neigung. Warum machen die das nicht Setup oder Craft a Slanted Wall? Eine schräge Wand. So, eine schräge Wand setzen. Haben wir gemacht. Nächste Quest. Collect to build you setup near a building you placed hold. Bitte was? Ach so. Haben wir gemacht. Und wir haben da wieder was fertig. Missionslogbuch. Da, oh, drei sogar. So, und ein Skillpoint bekommen. Craft Rotation Saw on Workbench. Rotating. So, ja, gut, das machen wir jetzt noch nicht. Ich weiß noch eine Quest. Wir müssen zu dem da hoch. Frage ist, reicht das aus, was wir hier haben? Ja, reicht nicht aus. Nein! Nein, ich will nicht hier den ganzen Weg hoch. Nein! 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 Oh. Einige wissen es ja, ich habe auch früher Fortnite gespielt. Jetzt kommen die Fortnite-Skills an den Start hier. Ich brauche noch mal welche. Ich höre den da oben schon rumlaufen. So, hallöchen Anubis. Ja, ich habe die unten gelassen, aber ihr seht, es war eine Quest. Ja, gut, bringt nicht viel. Ja, komm, die Kacke lassen wir jetzt mal liegen. Wir haben da ein bisschen was davon, das reicht erst einmal. Das Fleisch holen wir uns noch. So, was haben wir denn hier Neues? Dragon Killer. Okay. Durandal. Oh Gott, Durandal. Das erinnert mich auch an ein Anime. Und zwar Highschool DxD. Genau, da hatte eine von den Kämpferinnen auch das Durandal-Schwert. Komme ich hier dazwischen raus? Nee. Paladin of the Holy Sword. Afraid to fall into the hands of the enemy with a legend that tore a rock that slam trying to destroy. Das macht halt 200 Attack Damage. Platinum Ingot. Ich glaube, an das kommen wir noch gar nicht ran. Und das sieht halt auch nicht schlecht aus. Black Gunpowder, Titanium, können wir auch. Da kommen wir auch noch nicht ran. Hier. Holy. Blue Rose Edge 1. Boah, geil, was es hier alles gibt. Hier, neue Rüstung. Green Cape for Man, Orange Cape for Man, Green Cape for Woman, Orange Cape for Woman, Red Light Armor for Man, Black Light Armor for Man.
Dev 15, Dev 15, die machen Dev 5. Red for Woman, das ist die normale. Was braucht man? Leder. Ich habe 6 Stück dabei. Ich brauche Leder. Och Mann. Die sind gewaschen. Ich brauche Leder. 14 Stück, um genau zu sein. Das heißt, wir müssen jetzt Tiere töten, leider Gottes. Ach so. So. Ah, scheiß Autos, safe immer. Okay, das hat kein Leder gegeben, warum auch immer. Dann töten wir halt die Füchse wieder. Ein Leder, wow. Komm mal her. Komm mal her. Hey, du Arsch. Der gibt 5 Leder! Wo ist der andere Bär? Leute, die hängen dort fest. Boah, diese Geräusche. Habe ich wieder ein Leder. Da war eine Kuh in der Wand. Die Geräusche von den Rehen, Rehtieren, Hirschen oder was das ist, wenn die sterben, hört sich an wie so eine knarzende Tür. Das ging mal zügig und der hat kein Leder gedroppt. Aber hier gab es wieder Leder. Eins. Nein, nicht den Stein vermöbeln. Noch eins. Wie viel haben wir jetzt? 16. Ich brauche noch 4 Leder. Wieder nur eins. Bam, 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 bam. Kühe geben hier komischerweise kein Leder. Warum auch immer. Mann! Alter! Da ist die knarzende Tür umgefallen. Mist. Mist. Oh. Ey, dieses Geräusch. Nur ganz ehrlich, das ist ja schlimm. Wir haben 20 Leder, das reicht. Holy shit, ey, diese knarzende Türgeräusche. War das hier? Ja. So, neue Rüstung. Na, dit gefällt mir doch. Da können wir die alte hier verkaufen.
Warum das so komisch angeordnet ist, weiß ich auch nicht. Hier, komm, das können wir auch erstmal verkaufen. So. Waschmaschine ist auch wieder fertig. Nice, nice. Da hauen wir doch mal die Knochen mit rein. So, ich muss mal hier unten ein bisschen sortieren. Das ist gewaschen, das ist gewaschen. Ja. Ja, gut. Gibt's noch irgend... Okay. Jetzt weiß ich wieder, was wir noch machen. Wir upgraden unsere Waffen. Von Silber auf Stahl. Es gibt sogar 4600 Gold. Dann kommt der Bogen aber auch weg, denn dann machen wir uns einen neuen Bogen. Der Silber macht nämlich nur 50 und der Stahl macht 55 Attack Damage. Wobei, nee, wir machen uns nur eine Picke, holen uns das nächste Erz. Das müsste das Titanium da oben sein. Und dann machen wir uns einen Titanium-Bow. Schwerterhammer, eine Titanium-Axt, eine Titanium-Picke. Und fertig. So, wir hatten zwei oder drei Titanium-Vorkommen, wenn mich nicht alles täuscht. Alles andere an Erze haben wir ja schon abgefarmt. Hier war nichts, aber da oben müsste was gewesen sein. Nein. Nee, da ist sogar noch Kupfer. Hier war auch nichts. Okay. Hä, war hier wirklich nichts? Ich dachte, hier wäre was gewesen. Ja gut. So kann man sich täuschen. Aber dann nehmen wir gleich das Kupfer noch mit. Aber das ist seltsam. Ich dachte, hier wäre überall was gewesen. Ah, hier oben haben wir eins. Ja, das da hinten ist nur ein Berg. Ein Stein. Aber das ist doch hier, das reicht doch niemals. Da oben ist halt wirklich nichts. Ja, das irritiert mich jetzt ein bisschen. Habe ich das vielleicht aus Versehen mit einem Schwert mal kaputtgeschlagen? Ah, das wäre dann richtig scheiße. Ja. Oh, was war das da oben? Nee, ganz normaler Stein. Okay. Und hier außen war ja auch nichts. Nee. Ja gut, dann müssen wir, um Titanium zu farmen, wohl auf eine neue Map gehen. Entschuldigung. Ja, wie viel Titanium haben wir denn?
13. Reicht das für eine Picke? Oh ja, das reicht. Aber leider nicht für eine Axt. Vielleicht noch für einen Bogen? Ja. Bogen und Axt. Bogen und Picke können wir dann auf jeden Fall machen. Nice. Aber wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Moment. Lasst Kommentare da. Und wenn ihr Lust habt mitzuspielen, joint auf mein Discord. Link dazu in der Videobeschreibung, in der Kanalinfo. Ja, ich brauche immer mal jemanden, der für mich vielleicht ein bisschen was an Sachen organisiert. Zum Beispiel Erze farmen oder irgendwas anderes mit mir vielleicht zusammen in Dungeon machen. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.